Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sniper Elite 4. Ich will immer V4 sagen. Wegen V2, damals der Teil, den ich auch noch gespielt hatte. Ja, wir waren gerade dabei, hier den Friedhof zu untersuchen und danach das Hauptquartier ausfindig zu machen. Und wir haben gerade festgestellt, wenn wir die Munition wechseln, kriegen wir einen Schalldämpfer vorne auf der Waffe. What? What? Was hast du gemacht? Gar nichts gemacht. Ach, sind die Partisanen vielleicht? Cool. Was hast du wieder gemacht? Das kann so nicht weitergehen. Ach so, weil das jetzt die Hauptmission ist. Wir müssen da vorbeilaufen. Ach du Kacke. Können wir da nicht irgendwie rechts vorbeilaufen? Hier kommt man nicht hoch. Ah. Hier kommen wir hoch. Yeah. Und hier geht's nicht weiter, oder? Oder? Oh. Nein. So, das soll eine Mauer sein, oder was? Und was ist da? Nö. Ja, wir müssen da anscheinend durch, ne? Müssen wir uns aber jetzt nicht links rein, sondern eher rechts. Jetzt soll der ja, kommen. Unbedingt. Ja, eigentlich sind aber rechts die Feinde. Oh, jetzt kommen wir hier nicht durch. So ein Trick. Ja gut, aber jetzt ist das so ein Lärm, wir können mal auch die alle wegsnippern. Aber die gelben gehören ja zu uns? Jetzt, ach, keine Ahnung. Warte, ich speichere mal kurz. Scheiße, ich kann nicht speichern. Hast du es gerade gesehen? Nö, was denn? Ja, ich. Ah, warte, ich kann speichern. So. Wow, dann würde ich sagen. Ich frage mich gerade, wer zu wem gehört. Ich bin mir gerade nicht sicher. Sind das jetzt alle Feinde hier? Ja. Obwohl, hält die da hinten, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Sind das? Nee, nee, die gehören zu uns. Die da hinten gehören zu uns. Eindeutig. Ja. Aber da will ich eigentlich nicht mehr in den Schallgerner für eine Munition verschwenden gerade. Wenn es eh so laut ist hier. Ach so, ja. Ich muss jetzt ehrlich sagen. Was Feind sucht? What? Ah, da kommt wer runter. Das ist merkwürdig. Lol, ist das ein Gegner hier? No, oh Gott, das, Alter, bin ich gerade schon. Schwabbel, schwabbel, schwabbel. Boah, da bin ich gerade schon. Holy shit. Oh. Voll doof. Alter, ich hab grad ne Biene. Vorsicht, die kommen runter. Oh Gott, das sollen da kommen drei Leute. Oh, oh, oh. Oh. Fein zu. Oh. Oder einer auf mich zu. Ah, Hilfe! Nähere mich seiner Position. Dann mal los. Warte kurz. What the fuck? Deckung aufgeflogen. Scheiße! Ja, jetzt können wir neu laden. Wenn die Deckung aufgeflogen ist, das wollten wir ja nicht, ne? Ne. Ach, Mann, Mann, Mann. Ich glaube, das wird jetzt schwerer. Während ein Kampf ist eigentlich. Schwabbel, schwabbel, schwabbel. Können wir erstmal die Muni ändern hier? So, gewöhnlich. Ja, ich bin mir nicht sicher, so tun sie uns halt auch irgendwie. Ja, wohl. Nee, ist das ja schnell genug hier. Killen, dass die irgendwie. LOL. Oh, okay, LOL. Auf den würde ich eigentlich gerade schießen. Oh! What? Ich werde jetzt von links? Was? What? Links? Ach, da, LOL, da ist einer. Komm wieder hoch. LOL. Komm wieder hoch. Deckung auf. Vielleicht doch mit Ding schießen? Das war sogar, glaube ich, jetzt, weil ich den einen erschossen habe. Da haben alle anderen links das irgendwie bemerkt. Also in dem Bereich, in der Haupt. Gott, ja, du kannst LOL, Alle, wieso stimmt. Wieso stimmt der denn? Okay, irgendwie ist es gerade.
also für die Zuschauer, ne, wir sind so, wir wollen das unbedingt ohne Deckung aufgeflogen machen. Ich will erstmal Munition wechseln, so, ja, jetzt genau. Schießen wir nochmal auf, warte kurz, auf den Typen da vorne. Ich lade noch mal nach. Jetzt mal schauen, was die machen. Nichts. Deckung aufgeflogen. Hä? Also wir müssen vielleicht doch mit Unterschall schießen, oder da ja, wenn, die Leiste zu machen. Hä? Also die kämpfen da rum, ne, und dann... Und dann, oh, ich habe einen Schuss gehört. Oder wir warten, oder glaubst du, die schaffen es vielleicht, sich auch so zu klingen? Oder vielleicht, wir sollten immer eine Schießung gleich wieder in Deckung gehen, weil irgendwie, gut, ich bin jetzt immer stehen geblieben, nachdem ich eine geschossen habe. Wow. Den da drüben erstmal killen. Hast du jetzt mit normaler geschossen, oder? Nee, mit... Unterschall. Aber vorhin habe ich ja auch mit normaler geschossen, eigentlich. Ja, warte. Jetzt probier's mal. Normal? Geht gleich in Deckung. Aber jetzt habe ich normaler geschossen. Du musst halt gleich wieder in Deckung gehen. So, dass sie dich nicht sehen. Dann fragen die mich nach. Lass dir das mal durch den Kopf gehen, Junge. Was sind die? Achso, kann ich speichern? Ah. Wo sind die denn eigentlich? Ich sehe die da oben gar nicht. Ich sehe die oben gar nicht. Ach, den unten, den sehe ich gerade nicht. Fein zu. Okay, dann gehen wir wieder ein bisschen zurück. Da ist einer. Was? Ja. Deckung aufgeflogen? Von wem? Wieso? Was? Deckung aufgeflogen? Hä? Hey, ich hab nicht mal geschossen! Ach, sie haben die Leiche gefunden vielleicht. War ein echtes Deckung aufge... Hä? Hey, der hat den Schuss überlebt! Oh, Alter, das war knapp. Also bei mir stand Deckung aufgeflogen, ja. Aber ist es noch gelb und sowas? Bei mir ist es rot. Ach so, bei mir sind auch die Links. Ach, das zählt einzeln oder was? Bei mir sind auch die Links markiert. Bei mir steht jetzt Feindsucht. Soll ich nochmal neu laden, oder? Das ist ja nichts. Okay, irgendwie verstehe ich es gerade nicht so ganz. Ich auch nicht. Vor allem, das ist irgendwie nicht so richtig Koop, weil es zählt irgendwie unterschiedlich bei uns beiden. Bei den anderen suchen sie noch, bei den anderen... Aber das ist immer, weil die Links mich hören angeblich. Das ist der Bullshit. Schießt du jetzt mit Unterschall oder nicht? Nein, ich habe jetzt normal geschossen. Ich verstehe das nicht. Moment, links rot. Deckung auf... Moment, ich schau mal, wo sind die denn links? Wo sind die denn links? Da sind die sind doch nicht mal... Wo sind die denn bitte? Die sind ewig zu weit weg. Die sind doch nicht mal in diesem Gebäude oder so. Ja doch, ich glaube genau. Aber ja, die haben mich jetzt von links gesehen. Da unten rennt einer. Toll. Vielleicht ja. Doch irgendwie vorbeischleichen, weil die schauen alle nach vorne. Kann man vielleicht... Rucksack da rechts vorbei? Ich ja, jetzt ich weiß es auch nicht. Aber ich die Schießen funktionieren anscheinend nicht. Von hier hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Wenn wir von hier schießen... Warte, wenn ich jetzt Nahkampf mache. Kann man eigentlich Türen öffnen? Ja, Gottes Willen. Na gut. Deckung aufgeflogen, wie? Hm. Ja, ich habe Nahkampf gemacht, auf einmal drehen sich alle drei um. Gut, dann kein Killen, oder? Warte, den da hinten, den müssen wir fast machen, weil der zieht mich jedes Mal fast. Achso, warte, ich muss erstmal Muni ändern. Ja, es dauert 10 Jahre, bis er die Muni geändert hat. So. Ich verstecke mich kurz. Oh Gottes Willen, der steht immer noch da. Und aufgeflogen. Das ist wirklich, wenn ich einen Schuss abgebe, hören die das ganz hinten da bei dem Fragezeichen. Ich darf da keinen Schuss mehr abgeben. Ein Schuss und der andere, den zweiten hören sie. Den ersten nicht, den zweiten hören sie. Das ist jedes Mal wieder.
Also einen Schuss können wir alles, den links können wir killen, das merken die nicht, aber wenn du nach vorne schießt, das merken sie. Das heißt, wenn du jetzt hier den Typ, wenn du den Typen hier erschießt, das interessiert die nicht. Lol, Alter. Moment. So. Ah, lol, ich hab das noch falsch eingestellt. Ups. So, aber da ist jetzt nichts passiert, oder? Nee, alles gut. Aber den Rest, wenn du jetzt nochmal schießt, den hören sie. Aber die Partisanen kommen, die machen hier doch gute Arbeit. Ich glaube, ich warte jetzt auch, bis die da ein bisschen... Ach guck, der Radius, der hat sich vergrößert. Der war bei mir voll. Gerade. Der ist ja... Ja, stimmt. Feindsucht. Ach, wach. Ach, wenn man jetzt deswegen, weil der... Genau, wenn man... Was? Ich habe jetzt aber nichts gemacht. Die haben mich einfach nur gesehen. Vielleicht sollen wir drauf scheißen jetzt? Ja, jetzt bin ich auch aufgeflogen. Sollen wir da drauf Ja, okay, wir sollten vielleicht jetzt nichts immer. Also den, warte, erstmal die gewöhnliche Munition ändern. Dann den killen und dann vielleicht irgendwie, ich weiß nicht. Lol. What? Lol. Moment, nee, okay, Moment. Sorry, irgendwie. Das war... Das ja, ich glaube, du bist gerade. Ja, du bist gerade zu schnell, weil du den unbedingt killen willst. Ja. So. Sorry. Ganz ruhig, geh da zurück, lad Ruhe nach. Genau, passt. Dann zurück erstmal. Schön zurückgehen. Die anderen sind jetzt aufgeschreckt, die links. Das ist immer richtig, richtig doof. Da hoch kommt man ja nicht, ne? Warte, ich öffne mal die. Wir laufen jetzt noch mal kurz nach hinten. Da wären aber Feinde da oben. Wir gehen Treppen hoch. Infanterie. Ja, man kommt hier hoch. Vielleicht kann man da doch andersrum irgendwie. Aber jetzt ist wieder Bereich extrem groß. Wo sind die Treppen hochgegangen? Wo bist denn du lang gelaufen? Lol. Hier. Warte, ich laufe wieder runter. Hier bin ich. Mein Gott. Alles klar, okay. Okidoki. Alles klar. Okay, jetzt ist auch wieder alles klar. Er sucht der Feind wieder. What? Genau, und da müssen sie jetzt wahrscheinlich stehen, wenn ich... Ja, genau, das sind sie. Und zu dritt auch, ne? Ja. Das ist immer richtig doof gerade. Kann man vielleicht einen hierher locken und dann da drin Nahkampf machen? Was? Achso, aber hier Nahkampf machen vielleicht, oder? Was? Komm her, zurück. Lass mich durch. Genau, du in die Ecke und dann Nahkampf machen. Ich hoffe, dass er dein Gewehr nicht sieht, echt. Ich hab gepfiffen. Hey, jetzt kommt jemand anders? Das ist nicht gut. Jan. Nimm die Leiche und komm runter. Sehr schön. Ich hab was gehört. Lieber mal nach. Vorsicht, da kommt einer. Vorsicht, da kommt einer, da gibt einer. Ich bin gerade wie in Assassin's Creed, ganz ehrlich. Assassin's Creed, ja, stimmt. Hey, das ist ein Offizier, den suche ich mal, vielleicht gibt's was. Braucht man das Gewehr überhaupt? Welches Gewehr? Achso, mein Sniper-Gewehr. Ja. Ja, ich weiß nicht, die brauchen wir eigentlich, glaube ich, nicht wegräumen, weil irgendwie... Ja.
Ach, hier, friss. Gibt's hier irgendwas zum Sammeln oder so? Ist ein Rucksack. Ja gut, geh mal weiter. Komm. Kann man aber jetzt. Kann man nicht links hier jetzt rein, was? Ach so! Lol. War das jetzt voll für den Arsch oder was? Ach so, nee, was? Wir müssen vielleicht doch jetzt weiter. Der hat gerade gesagt, die Sahnen haben da vielleicht was, um durchzukommen. Oder glaubst du einfach mit. Hier oben war der Funktyp. Ja. Da war doch vorhin der Funktypen, den wir ausschalten mussten. So, warte, ich probiere mal kurz das aus. Ich habe gespeichert. Uah! Das hat ja gut funktioniert. Oh. Also in Assassin's Creed würde ich hier hochklettern, ne? Ja. Ist ja jetzt voll blöd. Haben wir die jetzt voll besonders gekillt, oder? Nee, was? Das Hauptquartier, wenn man hier weitergeht, findet man hier noch was. Nee, gut, aber wenn TNT das nicht schafft. Na gut, man kennt ja Spiele. Das ist erstmal voll blöd. Das heißt, wir müssen echt durch und wir haben keine Möglichkeit, einen anderen Weg zu finden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir entdeckt werden, ist zu 99%. Einfach nur so. Ja, anscheinend. Und egal wie lange wir warten, die anderen machen nichts. Also, es ändert sich nichts. Ja, was mir fehlt halt beim Tor, hat er jetzt gesagt. Die Partisaner haben da bestimmt irgendwas versteckt. So, jetzt gehe ich wieder. Wie wäre es immer nur ein Schuss und dann ein bisschen abwarten? So. Also einmal ruhig. Jetzt haben die links den Schuss gehört, genau. Weißt du, die schießen da rum und dann ein Scharfschuss, ja? Mach mal Buff und dann so, oh, das kommt bestimmt wo ganz woanders her. Ja, ja, sowieso. Vor allem die links, ne? Die sind also, ewig die das weit weg, ich weiß, ja. Da ist auf der Minimap, ist die ganze Zeit so ein komisches Dreieck, was sich die ganze Zeit bewegt. Ein Kreis, also ganz sich dreht. Und ich glaube, das ist meine letzte Position, die sie denken, wo ich war. Und wenn ich nochmal von dort schieße, wissen sie es. Also wenn du jetzt von dort aus schießt, wo du stehst, entdecken die uns. Aber ich habe da jetzt keinen, den Feind sucht. Aha. Jetzt ist das Dreieck weg. Jetzt ist auch mein Gebiet extrem verkleinert. Ja. Jetzt schieße ich nochmal, warte. Toll, da war eine Flasche, verdammte Kacke. Und jetzt habe ich, genau, jetzt habe ich wieder dieses rote Dreieck, dieses Dreieck. Ich glaube, wenn ich da jetzt zerschieße, entdecken sie mich. Also du darfst nicht zweimal vom gleichen Feld, Fleck schießen, außer du wartest ewig lang. Siehst? Deckung aufgeflogen. Hast du zweimal geschossen, oder? Ich habe nicht mal geschossen. Ja, dann darfst du auch nicht an dem Ort sein, wo ich war. Wahrscheinlich. Also bei mir ist noch gar nichts. Aber die... Also da dieses Rechteck, da hat das letzte bekannte Position halt. Jetzt sind die links alarmiert und ich weiß aber nicht warum. Was, links? Naja, wow. Links, das stimmt. Ja, scheiß drauf, ganz ehrlich, was soll man sonst machen? Es geht nicht, funktioniert nicht. Ja, aber jetzt guck, jetzt ignoriert uns so richtig, der Typ da vorne. Oh, lol, voll daneben geschossen. Den hast, ich hab den aber auch schon getroffen. Deckung auf. Jetzt ja, ist bei mir erst Deckung aufgeflogen. Ja, ich verstehe es nicht. Ja. Scheiß drauf, kannst du nicht. Ja, was sollst du machen? Es geht nicht. Es geht nicht anders. Hey, direkt vor uns ist doch anscheinend jemand. Ich sehe die nicht.
Ach, nur da so. Du halt deine Granate mal. Ah, oh, jetzt duckt er sich genau in dem Moment. So eine Lusche, Alter. Holy shit. So. Alle ausgelöscht. Die Links ignorieren wir einfach. Ja, was soll man sonst machen, ne? Es ist doch... Und jetzt hier gerade rein einfach, oder? Also ich entschuldige mich bei allen Zuschauern, dass wir die ganze Zeit neu geladen haben, aber ganz ehrlich, wir wollten es eigentlich wirklich gut machen, aber wenn es jetzt nicht geht. Also wenn man Leichen durchsucht, habe ich da jetzt immer wieder das... Oh, Moment, das sind Knechts. Warte, ich tu mal wieder die Waffe... Unsere Leute jetzt hier, der blaue. Da ist aber was Rotes drin irgendwie. Ach, ein Scharfschütze oder was? Alter, hat mich jetzt geschockt. Oh. Der ist. Der gehört zu uns, oder? Der Typ. Hallo. Ziel in der Nähe? Achso, wir müssen mit ihm reden, oder? Hallo? Nein? Fein sucht. Ach, da ist wieder so ein Ding. Zum Aufspringen. Jo. Hilft dir nichts. Hello, Idiot. Hast du eine Granate? Okay, du hast eine Granate. Friedhof durchsuchen. Aufnehmen. Mhm. Ach, hier wäre noch Eingang gewesen. Nee, das Ding ist rausgeflogen. Davor war noch... Die Metalltür war vorher noch da. Meinst du? Okay. Die ist halt jetzt irgendwie mit Druck rausgeflogen. Ganz sicher. Gut, ich finde es aber trotzdem ein bisschen doof, dass irgendwie... Es wäre die Frage gewesen, hätte man zuerst das Hauptquartier gemacht und dann den Friedhof. Und wir da vielleicht unentdeckt geblieben wären? Ach so. Ja, man muss ja nicht unbedingt die Nebending auf das erste... Ja. Ja. Ah, das war was. Und die anderen waren ja eigentlich immer der Störfaktor, dass die uns entdeckt haben. Oh! Das ist so schön, dass das passiert. Hm. Sind da zwei oder was? Kann man den nicht gleichzeitig rausnehmen, wenn da einmal Lärm wäre? Warte, ich werde gesehen. Kann man da runter springen? Du hast eine Kette. Ui. Kann man da rüber springen? Bestimmt. Naja. Ah, oh, Alter. Okay, direkt, das hat gerade sehr professionell ausgeschaut. Ja, also hier ist kein Lärm. Kann man die zwei nicht einfach gleichzeitig... Obwohl, der ist noch der Dritte irgendwie. Ja, ich weiß nicht, wo der Dritte ist. Oder so. Mit der schallgedämpften Pistole oder sowas. Weil der andere, der ist doch da jetzt umgedreht. Nein, nein, weg. Irgendwo ist dann Dritter. Ah, da, guck, da ist ein Fenster, komm mal durch. Wieder. Da links von uns. Okay. Ich weiß nicht, wo der Dritte ist. Oh Gott. Ja. Vielleicht geht er bei uns vorbei, ansonsten. Hör mich, sieht irgendjemand. Scheiße, ich hänge an der Klippe. Warum schmeißt du eine Granate? Und
Oh Gott. Oh Gott. Oh, komm noch mal hoch. Ja, komm. Was? Ich bin gerade runtergesprungen. Da, guck mal da. Ach, da ist ein Fenster, wo man reinklettern kann. Oh Gott. Das nenne ich mal Profi-Gameplay, ha? Huh? Oh, oh, hat mir fast jemand gesehen. Ah. Ich suche immer noch. Ah. Gott, ich kann nicht mehr. Das war jetzt. Amor steht nochmal direkt unter dir. Komm, dreh dich um. Ah, er geht weg. Ich töte den mit einer Schallgewehrpistole. Brennt uns in der Alter. So was. Hat er einen Helm auf? Ah, warte, wir haben doch jetzt eigentlich die Schallgewehr für die Munition für das Gewehr, oder? Ja, ich probier's mal aus. So, jetzt pass auf. Oh ja. Krass. Anscheinend. Aber habe ich denn jetzt eigentlich die Unterschallmunition? Wie man eine Pistole mitkriegt? Ah! Das ist, wenn du einmal irgendwas anders machen willst, weißt du? Weißt du, ich denke mir so, ja, immer auf dem Kopf ist langweilig, schieß mir mal die Eier ab oder sowas, weißt du? Oh, er stirbt nicht. Zweiter Schuss geht daneben. Oh. Ah, langweilig. Warte, oben ist so ein Balkon. Was ist denn? Vielleicht kann man hier irgendwie rüberspringen oder was? Bin ich denn hier? Komm ich denn jetzt? Obwohl, nee, hier geht's eher nur so. Hm. Nee. Was? Ah, oh Gott, das ist... Warum überlebt der das? Ein Schuss in den Hals, weißt du, sowas überlebt der Penner. Wo denn? Ach Gott, zack. Das müssen wir uns wieder ein bisschen zusammenreißen. Das war jetzt genug Rambo. Oh. So. Na, geh mal hier so rum. Aber es sind ja eigentlich nur noch die drei, ne? Und hinter uns irgendwie, oder? So ein Korn. Wenn wir die drei ausschauen, also wie eigentlich. Eigentlich könnten wir das doch jetzt auch finden, ohne irgendwie die zu killen, theoretisch. Wenn wir es wissen, wo das ist. Die sind auch irgendwie über uns, habe ich das Gefühl. Die sind da irgendwie auf den Dächern eher. Ich glaube es auch, nämlich. Und ich glaube auch, dass wir da hin müssten, eigentlich. Die haben die Leichen gefunden. Ah, ich habe den Eingang gefunden. Hier wird es zumindest angezeigt auf der Minimap. Ah ja, stimmt, aber wir sollten uns schnell um die zwei da kümmern. Komm mit. Schauen wir das mal. Wo ist denn der andere? Ich weiß es nicht. Der andere ist... Wer wusste? Der ist einfach mal erschossen. Da ist er! Lol, der ist direkt vor mir. Dass wieder nicht One-Hit war, ey, das nervt ein bisschen. Und da soll der eigene Hauptquartier ausfindig machen. Aha, okay. Ja, Leute, das Offensichtlichste, das finden sie nett, oder was? Soll das ein Unterschlupf von den... Partisanen sein, ne? Oh. Leute, ehrlich. Rucksackladungen.
Die werde ich wohl brauchen. Echt, davon gab es so viele in der Map. Die habe ich schon gesehen überall. Lolo, da waren wir doch nicht dein Ernst. Jetzt müssen wir da... Achso, nee, das ist woanders, okay. Ach, muss man nicht jetzt vielleicht da... Wo wir jetzt vorhin gesagt haben, die haben doch bestimmt irgendwas... Also diesem Tor dann gehen zum Beispiel. Ja, bitte. Das wird fürs Tor sein. Ja, genau, weil sie das nicht finden, weißt du? Bitte. Ich fress einen Besen. So, dann können wir einfach hier hoch gehen. Theoretisch haben wir ja dann alles aufgeräumt unterwegs, oder? Ja. Achso, man kommt hier gleich. Hey, man kommt hier sofort hier raus. What the fuck? Ich wollte gerade. Naja, genau, hätten wir unten lang laufen können und die alle irgendwie erstmal. Aber das war auch schwer heimlich zu machen, ehrlich gesagt. Da hätten wir uns wahrscheinlich genauso schwer getan. Ja, blöd gesagt, wir hätten doch jetzt. Nur. Hättet ihr einfach unten reinschleichen können, holen und fertig? Ich weiß es nicht. Man hätte die ganzen Leute oben gar nicht killen müssen? Ich weiß es nicht. Aber jetzt. Oh mein Gott. Die Rucksackladung, die reicht aus. Die ist okay, aber C4? Nö. Das reicht nicht. Oh, das war's. Verdammt. Wie springe ich in den Chaos jetzt? Ah, Moment. Da war, stand irgendwas mit Timer. Das musste jetzt sein, oder? Oh Mann. Dachte ich mir schon, dass du das machst. Ja. Das war jetzt unnötig. Naja, das ist auf einmal unnötig. So. Ah ja. Jetzt ist Tor offen. Sie müssen der Engel sein. Wir müssen reden. Der SOE-Scharfschütze. Schön, Sie hier zu sehen. Sie hat uns gerettet. Worauf warten Sie noch? Reden wir. So, das war schon. Alles klar. War ja auch irgendwie direkt hinter der Tür sind die. Und dann davor waren noch die Gegner. Gut. Ja, also irgendwie war das ein bisschen komisch, die Mission. Naja, gut. Ach, oh, Gottchen. Wetter. So, ja, da haben wir ja schon wieder eine Mission. Und dann war die erste Mission einfach ultra groß, weil die war jetzt gar nicht mal so schlimm. Also nee, nicht so groß. Die war jetzt echt klein im Gegensatz zur ersten. Ja. Aber wir sind da auch ein bisschen mehr Rambo-mäßig vorgegangen. Aber weil ich fand, das ging nicht anders. Gut, aber die war es auch irgendwie ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Ich glaube, die Mission war teilweise für Rambo-Aktionen gemacht, weil irgendwie. Also ohne Deckung aufgeflogen, wärst du da nicht durchgekommen. Also ich kann es mir echt, das geht ja gar nicht. Wie hättest du das machen sollen? Die haben ja schon gekämpft und waren alarmbereit. Schon wenn du einen von hinten erschossen hast, haben sie sofort geschrien, oh, der Schuss von hinten. Ja. Gottes Willen. Ja, jetzt weiß ich gerade nicht, ob ich jetzt die Folge beenden soll oder ob man noch... Wie lange ging es denn eigentlich jetzt? 35 Minuten. Oh. Weil ich habe bis jetzt eigentlich immer Stundenfolgen.
Ich weiß es nicht, wie... Das ist schwer irgendwie jetzt. Ja, musst du entscheiden. Nee, ich glaube, die Folge, die mache ich dann... Ja, dann ist halt mal eine Folge eine halbe Stunde weniger, das macht aber nichts. Aber dann ist es mal so abgeschlossen. Und ja, damit bedanke ich mich immer fürs Zuschauen und man sieht sich hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Genau, tschüss. Dankeschön, ciao.